den will ich gar nicht. Wir haben den Plan für eine Brücke in deinen TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Probier's mal. Das stimmt. Brücken sind schon praktisch. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ach so, warte mal. Wir sollten erst noch die nächste Mission annehmen. Ich will schon wieder raus in die Natur. Aber so weit sind wir noch nicht. Bau eine Brücke. Sehr gut. Und das nächste wäre dann hier gleich Lieferung an den Windpark. Nehmen wir danach an. Jetzt bauen wir erstmal die Brücke. Hi, Doofkopf. Wie geht's? Passt schon. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben viel mehr, als wir brauchen. Ah, und die Metalle kriege ich sogar gestellt für die Mission. Das ist nett. Dann los. Gehen wir Brücken bauen. Sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Gut, bin dabei. Das steht hier auch schon. Ich baue die quasi gar nicht wirklich selber. Also ich pflanze die nicht selber. Ich gieße die nur mit Metall. Okay, Konstruktion verenden, genau. Verenden wir die Konstruktion mal. Das ist eine gute Idee. Hey Sebastian, danke fürs Followen. Und Metatron, das wurde mir gar nicht angezeigt. Danke fürs Twitch-Abo verlängern. Mir geht's ganz gut, Doofkopf, danke. Awesome. Ach guck, ich dachte, ich muss... Dann hätten wir die andere Mission doch gleich annehmen können. Ist egal. Ich dachte, ich muss nochmal zurück, damit ich... Bravo, Sam. ...die Wertung krieg. Diese Brücke wird vielen Menschen das Leben erleichtern. Sicher werden alle Reisenden und Boten, die durch diese Gegend kommen, von ihr profitieren. Achte auch auf andere Stellen, die eine Brücke gebrauchen können. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Aber erst holen wir uns jetzt die nächste Mission. Jetzt müssen wir nämlich durch den Wald da hinten. Oh, ich gehe nicht gern durch diesen Wald. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir müssen jetzt alle stark sein. Zum Windpark, genau. Mit 30 Kilo Gepäck durch den Wald in den Windpark. Na dann. Leitern habe ich. Ich habe 2 Kletterseile. Die sollten reichen eigentlich. Ich baue noch ein drittes. Wahrscheinlich hängt ja von anderen Spielern auch schon ein bisschen was rum, wenn wir Glück haben. Habe ich noch Platz irgendwo anders? Nee, ist alles voll. Okay. Ach so, warte mal. Ich kriege noch was gestellt, oder wie? Ach so, ja. Ah, oh, Granaten nehme ich mit. Die packe ich schon ein. Aber die anderen Dinger bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Die lassen wir in unserem privaten Sprint. Ich kann nicht mehr reden, ey. Aber wann konnte ich das jemals? Andererseits. Auftrag zugewiesen. So, Ersatzschuhe haben wir. Dann setzen wir uns mal noch unser Cappy auf und unsere Sonnenbrille. Soll ein sonniger Tag werden und dann kann es losgehen. Es ist nie ein sonniger Tag in dem Spiel. Nie. Wareneinschränkung aufgehoben. Also nutzen wir gleich mal unsere neu gebaute Brücke.
Ich finde das immer voll doof, wenn man zu Fuß über Brücken geht, fährt nämlich immer dieser Upgrade-Terminal hoch. Das ist zwar ganz gut und so, aber der ist echt blöd positioniert. Bei mir passiert es ganz oft, dass ich, wenn ich leichteres Gepäck trage, Vollgas über die Brücke sprinte und dann hier drüber stolpern. Ganz genau so. Nicht mal absichtlich. Jetzt war es schon absichtlich, aber das ist mir so oft passiert. Und ich habe mich so geärgert manchmal, wenn dann mein Gepäck beschädigt wird deswegen. Dass ich mir echt gedacht habe, so einen Pfeiler in der Mitte einer Brücke zu platzieren. Also nicht in der Mitte der Brücke, sondern der Fahrbahn quasi. Ist nicht optimal. Hätte man anders designen können, finde ich. Liebe Brücken 3D-Druckplaner der Zukunft, lernt aus diesem Spiel. Ich sammle jetzt auf dem Weg gleich noch ein paar von diesen Kristallen, weil die kann man später brauchen für alles Mögliche. Und solange keine PTs in der Nähe sind, keine Geisterviecher. BTs heißen die. Aber PT hieß doch der Playable Teaser. Das finde ich nämlich ziemlich interessant, ob da wirklich ein Zusammenhang herrscht. Weil die, also von den nie erschienenen Silent Hills, das Kojima ja noch für Konami hätte machen sollen, das dann gecancelt wurde. Da hieß ja der Teaser, der versteckte, PT. Also PT. Und die Geisterwesen in diesem Spiel heißen im Englischen BT. Also mit B statt P. Ist aber schon sehr nah dran. Ob da irgendwie... Ich meine, bei Kojima weiß man ja nie. Das kann alles bedeuten oder gar nichts. Verlorene Fracht, medizinisches Instrument für... Ja, Wegposten westlich von Capital Dixie gehen wir jetzt so gar nicht, aber ich nehme es mal mit. Ich glaube nämlich, dass hier irgendwo noch... Ich glaube, dass hier irgendwo ein Story-Briefkasten noch auftaucht und wenn nicht, dann baue ich selber ein. Dann kann ich die Fracht da reinlegen. Aber schon langsam muss ich aufhören mit Sachen einsammeln. Nur noch die Bärchen hier. Nee, gerade die Bärchen, die wir jetzt, die kann man schon mitnehmen. Ah ja, hier ist ein Briefkasten. Von einem Spieler. Sehr nett. Da bringe ich mal meine gefundenen Sachen hin. Die schleppe ich jetzt nicht durch den Wald. Wir hätten uns im Zimmer ausruhen sollen vorher. Ach, was soll's. YOLO. Verlorene Fracht liefern. Genau. Ja, den Kletterhaken geben wir auch zurück. Den brauche ich gerade nicht. Der andere Spieler freut sich vielleicht. Ich würde mal vermuten, dass einige Ideen, die Kojima für Silent Hill hatte, in das Spiel geflossen sind. Das glaube ich auch. Also, davon gehe ich auch aus. Ja, okay. Ich bringe das noch kurz zum Briefkasten, aber dann gehen wir weiter. Komm, nimm das noch schnell. Ich kann halt nichts liegen lassen. Es liegt hier im Regen und wird schlecht. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Nee, wisst ihr was? Das ist mir leider zu schwer. Ich verstehe schon, warum die hier so im Regen liegt, die Fracht, warum die keiner aufheben will, obwohl ein Briefkasten gleich ums Eck ist. Die ist ein bisschen schwer. Wo ist sie denn? Ah, da. 60 Kilo. Das ist ein bisschen viel. Ah, das ist eine gute Idee. Trinken wir mal ein bisschen was. Von unserem guten Energy Drink. Ich finde wirklich, ich finde das Spiel absolut großartig. Aber diese Monster Energy Drink Schleichwerbung, oder Schleichwerbung ist es schon nicht mehr, die wirkt einfach so billig und so unpassend für das Spiel. Ich finde ja Schleichwerbung nicht grundsätzlich schlecht. Das kann man ja durchaus irgendwie sympathisch nett machen, aber das ist irgendwie so wirklich Zaunpfahl, das finde ich nicht schön.
und so unpassend. Was soll das in dieser Welt hier? Das ist einfach irgendwie bescheuert. So, die geben wir jetzt aber schnell in den Briefkasten ab. Die verlorene Fracht. Gerade am Anfang ist jeder Erfahrungspunkt wertvoll, den man für sowas kriegt. Jeder Like zählt. So, jetzt wird's beschwerlich. Aber da müssen wir durch. Der Wind hier oben, und es ist wirklich so gut, man spürt das. Ich kann es euch leider nicht beschreiben. Man muss den Controller in der Hand haben. Aber man spürt nicht nur jedes Kilo, man spürt, wo das Gewicht ist und in welche Richtung es unseren Charakter zieht. Und man spürt den Seitenwind hier oben, der uns abdrängt. Und es ist einfach ein super Spielgefühl. Alles gut. Alles gut. Das macht er gut. Das macht er gut. Wir schaffen das, Sam. Das lassen wir liegen. Bremsen, bremsen, bremsen. Solange man seinen Rucksack festhält. Man ist zwar ein bisschen lahmarschig dadurch, aber das hilft. Da kann man sich sehr viel kontrollierter bewegen. Wenn man immer die beiden Schultertasten gedrückt hält. Ja, ich finde es ja zum Beispiel, dass in Metal Gear Solid 5 zum Beispiel, das hat ja Kojima schon immer gern gemacht, dass da der Walkman, den Big Boss mit sich rumträgt, oder Punished Snake, dass der von Sony ist. Sowas finde ich nett. Das ist eine nette Schleichwerbung. Das ist okay, finde ich. Aber dass hier, wenn man in seinem Zimmer sitzt und auf den Tisch geht, diese riesigen Monster Energy Drink Dosen auf dem Tisch stehen, das ist mir zu viel. So, jetzt geht's wieder los mit den Geistern. Ich gehe einfach mal näher ans Mikrofon. Vielleicht war ich nur ein bisschen... Meine Körperhaltung war zu lasch. Ich habe ein paar von diesen Granaten. Ich werde die mal ausrüsten. Viele haben wir davon nicht, 4 Stück. Damit können wir die... Ich glaube, mit den Stufe 0 Granaten kann man die nur kurz aufhalten, quasi. Kurz einfrieren. Versuchen wir mal, dass wir sie nicht brauchen. Aber zur Not... Ich finde zwar den Effekt immer ganz schön, dass in diesem Timefall überall die so Pflanzen aus dem Boden wachsen und gleich wieder schlecht werden und so. Aber rein technisch gesehen müssten gerade hier im Wald überall auch Bäume raussprießen und wieder verschwinden und so. Ne? Aber gut. Ich kann die Luft nicht mehr lange halten und die sind ganz nahe. Oh Gott, die sind überall. Haha, nimm das! Frisst Duschwasser! Mein Gott, die sind wirklich überall. Okay, 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 wir können kurz durchatmen hier. Ganz kurz. Ganz kurz durchatmen. Oh, come on. Dieser Wald hat mich schon Nerven gekostet hier. Hat er uns entdeckt? Nee, das war super knapp. Kurz Luft holen. Kurz konzentrieren.
Ja, aber vorn sieht der Weg einigermaßen frei aus, ne? Vielleicht sind wir bald raus hier. Nee, da wird uns schon wieder einer angezeigt. Da ist unser Ziel. Ah, so nah und doch so fern. Ah, die sind hier überall. Okay, jetzt nicht die Geduld verlieren. Cool bleiben. Oh oh, lauf! Nein, hat uns erwischt. Haut doch ab. Jetzt geht doch weg hier. Zwei Kletterhaken, die könnte ich auch einfach liegen lassen. Aber vielleicht holen wir sie uns auch. Trinken wir noch mal kurz einen Schluck aus unserem Flachmann. Ein bisschen mehr Ausdauer. Dann schleichen wir dann noch mal schnell zurück. Luft anhalten. Gepäck nehmen. Ich kann es einfach nicht liegen lassen. Es tut mir im Looter-Herz weh. So, passt schon. Alles gut. Hi, Eva. Hallo. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Durchatmen, Sam. Du bist aus dem GD-Gebiet raus. An all dem ist der gestrandete Tod schuld. An den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Tod, diesen ganzen Mist zu überwinden. Wird geliefert. Danke. Mit dieser Einheit sollten wir das Verteilerzentrum über das chirale Netzwerk mit Strom versorgen können. Und vielleicht auch andere Orte. Hoffen wir, dass unsere Elektrizität den UCA hilft. Darf ich mal sehen? Unglaublich. Wie hast du das hergeschafft? Kannst du fliegen? Jetzt gibt es ja schon Listen für die Nominierten für Spiel des Jahres für den Dezember für die Video Game Awards. Und ich trau mich wetten, ich fress einen Besen, wenn Death Stranding nicht Spiel des Jahres wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung zum chiralen Netzwerk. Bitte schließ uns an. Disco Elysium ist coolerweise auch in vielen Kategorien nominiert. Auch. Also zusammen mit Death Stranding ist Disco Elysium, finde ich, auch so. Das Beste, was wir dieses Jahr bekommen haben. Und das hat auch in vielen Kategorien eine Nomination. Das wird bestimmt auch ein bisschen was absteigen. Muss es. Sonst bin ich schwer enttäuscht. Netzwerkbandbreite ist begrenzt und jede errichtete Konstruktion beansprucht welche. Doch mit einer steigenden Verbindungsstufe erhöht sich auch die dir zur Verfügung stehende Bandbreite.
Ah ja, cool. Jetzt haben wir Energiegeneratoren. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal den Weg zurücklatschen, durch den Wald nochmal, dann haben wir aber Energiegeneratoren und können das Motorrad aufladen. Das ist ziemlich cool. So, wir sind jetzt außerdem im Netzwerk. Wir müssen etwas beitragen. Danke nochmal. Also haben wir andere Spielerobjekte. Ich hab gehört, dass der Rest deines Teams tot ist. Das macht deine Taten noch viel unglaublicher. Du bist eine Ein-Mann-Expedition. Ich hoffe, Amelie geht es so gut wie dir. Ob sie Edgenot City schon erreicht hat? Sie hat uns die Verantwortung für den Windpark übertragen. Ich war bei der Nachhut, Amelie bei der Vorhut. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Aber es war trotzdem eine Ehre, mit ihr zu reisen. Wenn du sie siehst, kannst du ihr das ruhig sagen, ja? Sam, hast du eine Sekunde? Ich habe mit deinem Blut experimentiert. Du hattest anscheinend den richtigen Riecher. Nachdem wir in GD-Gebiet eine aerolosierte Probe deines Blutes versprüht haben, ist die Aktivität gesunken. Das ist natürlich kein endgültiges Ergebnis, da wir keine anderen Wiederkehrer für weitere Testläufe haben. Aber es deutet an, dass die Körperflüssigkeiten von Wiederkehrern GDs abwehren. Mama hatte die Idee, diese Theorie mit einer Waffe zu überprüfen. Der Prototyp sollte bald fertig sein. Würdest du ihn dann für uns testen? Sam, das ist die perfekte Gelegenheit. Wir haben fast die gesamte Region ins chirale Netzwerk integriert. Fehlt noch Port Nord City. Kehre nach Capital Nord City zurück, um Hilfsgüter für Port Nord in Empfang zu nehmen. Wenn du dort bist, können wir dir den fertigen Prototyp persönlich geben. Und noch etwas. Es brechen nur selten Boten zu diesem Windpark auf. Wenn du dort bist, solltest du alle offenen Aufträge annehmen. Warum sollte man mit leeren Händen zurückkommen, wenn es etwas zu tun gibt? Sieh dir das Lieferterminal dort an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Okay. Glückwunsch, Sam. Du darfst jetzt offene Aufträge annehmen. Sie sind nicht so dringend wie die, die speziell dir zugewiesen werden. Wenn du sowieso in eine bestimmte Richtung unterwegs bist und noch Platz hast, schadet etwas mehr Fracht ja nicht, oder? Aber auch wenn sie für die Mission nicht von Belang sind, können sie für jemand wichtig sein. Ein paar gute Taten schaden nicht, oder? So, das ist eine 32 Kila-Grumm-Lieferung. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich befürchte, Borderlands 3 ist gar nicht nominiert. Hey, gute Arbeit. Der Windpark, den du ins Netzwerk gebracht hast, ist für unsere Expansion unerlässlich. Als Belohnung habe ich etwas in deinen TCK geladen. Eine Generatorenoption. Generatoren laden die Akkus aller Geräte in der Nähe auf. Etwa von Maschinen, Motorrädern und anderen akkubetriebenen Fahrzeugen. Also nicht für Game of the Year, aber in irgendeiner anderen Kategorie habe ich das gesehen. Für Spiel des Jahres ist neben Death Stranding Control nominiert. Smash Brothers Ultimate. Resident Evil 2, das Remake. Und ich weiß es nicht mehr. The Outer Worlds, genau. Und noch irgendeins. Und ich denke, da hat... Also, das sind alles coole Spiele, ohne Frage. Aber ich glaube, da wird Death Stranding... Hat da keine große Konkurrenz, würde ich so einschätzen. Sekiro. Genau, Sekiro noch. Hallo, Flix. Na gut, Löffelkreis. Mach's gut, komm gut heim. So, jetzt können wir mal schauen, wie viel Gewicht... Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Spielraum, oder? Nur vom Gewicht her geht's. Standardlieferung. Sam, überprüfe die Auftragsübersicht. Das mache ich doch. Also die 15 Kilo, da müssen wir sowieso hin. Die 15 Kilo nehmen wir jetzt auch noch mit. Aber dann ist Schluss. Das andere nehme ich nicht mehr mit.
Nee, das finde ich auch. Ich liebe Smash Bros. Ultimate total. Wirklich. Aber ein Spiel des Jahres ist es wirklich nicht. Ist es wirklich absolut nicht. Ich finde es super und ich habe super viel Spaß damit. Aber so ein Game of the Year sollte, finde ich, auch irgendwie was sein, das die Branche, das Medium Videospiele vorantreibt und halt nicht einfach nur ein echt gutes oder spaßiges Prügelspiel. Aber ich schätze mal, wisst ihr, was ich so ein bisschen glaube? Ich will ja hier nicht irgendwie, ne, falsche Tatsachen, falsche Fakten verbreiten, Fake News, aber ich glaube, bei den Videospielen, da wo es läuft schon so ein bisschen so, dass man halt von Nintendo schon auch und von Sony und von jedem muss halt so ein Spiel nominiert sein fürs Game of the Year. Anders geht's nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich würde sagen, das Komitee ist dann vielleicht schon unbefangen, die dann wirklich den Sieger küren, aber ich denke mal, da darf man keinen der Großen beleidigen, weil die finanzieren ja auch die Awards. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein.